Wow, das wird ein richtig geiles Video. Ja. Das ist nämlich gestochen scharf gerade eben. Ich fühle mich schon richtig Kampflesbe. So, und mit diesem Eröffnungsgag stellt sich die Kamera dann auch langsam scharf und wir sind in der großen Präsentation angekommen. Wir haben hier quasi, ja, Open Alpha auf Open Beta, wie würdest du das bezeichnen, als Exekutive hinter dieser Website, die wir jetzt vorstellen? Dafür gibt es noch keinen griechischen Buchstaben. Gut, der erste Gag schon mal gezündet. Hä, ich hab den, das ist der zweite. Franz. Ja, hallo. Hier, stellvertretend für euch. Er hat die Seite noch nie gesehen und jetzt machen wir eine Präsentation. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon sehr optimistisch gesehen, dass, dass du es Seite nennst. Das ist ein Euphemismus für das Gelöt. Ich habe irgendwann mal einen Download-Button für die Seite gemacht. Du greifst dir schon ab, oder? I'm looking forward. Soll ich jetzt hier starten? Starten. Greif mal ab jetzt. Ah, das ist gut. Jetzt werden wir so in die Ecke geschoben. Genau. Das ist das Vollbild, ja? Ah, das wäre richtig gut gewesen, wenn wir... Ja, draußen stirbt gerade jemand. Ja, mach mal einfach mal zu. Okay. Genau. So, jetzt gehst du mal oben hier rein und kannst mal tippen. Also, wie könnt ihr die Seite... Das könnt ihr zu Hause am Empfangsgerät auch jetzt alle mal machen. So, dann buchstabier mir das doch mal bitte ganz langsam. Du bist Fans, das ist Nutzerfreundlichkeit. Kommst du selbst drauf? www. Du warst auf WDR.de. WDR sind die Leute, die Heinrich in den Knast gesteckt haben. Bezahlt bitte eure Gebühren nicht. TV minus Homepage. Nee, gegen das TV haben wir uns entschieden. Nostalafu.de. Klingt das nicht? Das geht doch, das schnallt doch über die Zunge. Das war noch frei. Das war noch frei. Nee, das ist erst die Fanzine drauf. Die Anfrage ist groß. Okay, erste Reaktion hier. Fuck. Ich habe den Bug nicht rausgenommen, dass das zweimal gepostet wird. Also erstmal ja, muss ich sagen, die Seite lädt wirklich sehr schnell. Mhm. Es baut sich so von innen nach außen auf. Ja. Ich sag auch, die lebt ein bisschen langsam durch die Forte-Optik. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal dieses Happening erleben. Ja, es ist ein bisschen da fällt mir gleich Sex ins Auge. Ja, nice, lass es dick schreiben. Danke, dass du das mal evaluierst. Genau, so hier Feed, okay, also hier kann man jetzt scrollen, ja. Ich scroll jetzt erstmal ein bisschen. Ja, ist noch nicht so viel da. Das Video kenne ich auch schon. Vor allem die Überschrift ist neuer Test. Ich glaube, den kann ich auch nochmal erneuern. Was ich sagen muss, was ein bisschen sehr ins Auge springt, ist dieser rote Hintergrund mit diesem Fade Away in den Teppich. Das ist kein Teppich, das ist Frotte. Frotte, okay. Inwiefern fällst du denn auf? Naja, es sticht ein bisschen im Auge. War deine Idee. Ja. Also das Frotte, war glaube ich nicht meine Idee. Ich wollte nur das Rot mit dem Faden. Also das Frotte war von keinem die Idee. Wir haben uns einfach dazu entschieden, dass es witzig ist. Also Grund getestet. Hier finde ich gut, steht auch die Release-Version 0.1.5. Ja, als der Alpha stand, durfte ich aber noch kein AdSense draufschalten, weil es noch fertige Seiten darf. Also eigentlich müsste da Alpha 1.5 stehen, 0.1.5, aber... Der Header. Der Header ist aber... Menstruationshintergrund hier ein bisschen runtergefahren. Der Header ist sehr wichtig, denn ab einer bestimmten Spendenzahl bei Patreon werden da oben dann auch noch Leute angezeigt. Dann sind die sehr präsent. Aber ich finde ganz ehrlich, das hier kann man edler machen. Das kann man edler machen. Das heißt, wir sollen nochmal ganz rotes Frotte dahinter laden, damit die Seite noch langsamer lädt. Nee, ich würde das Rot ehrlich gesagt weglassen. Hä? Also nicht so in dem Ausmaß. Nee, das Rot muss. Also das, es ist jetzt gerade halt hier, das Rot ballert halt komplett gegen den Rest der Seite. So. Okay, wenn das deine Meinung ist, du bist der Designer hier, wir können das schmaler machen, können das schlanker machen, aber lass uns erstmal weiter gucken. Ja, wir gucken weiter. Einer geheimen Sitzung evaluieren. Bis zu diesem Punkt gab es keinen Designer für diese Website. Ja, also man hat schöne Headlines, so. Das ist der gemeinsame Feed. Wenn du mal hochscrollst nochmal. Ja, habe ich schon gesehen. Dann kannst du so andrücken, ne? Da wird ihm schon warm. Weil ich gerade nicht weiß, ob das Skript gerade korrekt funktioniert. Wenn du jetzt nämlich auf Fakt drückst, dann siehst du alles, was auf Nostra Fakt zu sehen ist. Mhm, das habe ich mir schon fast gedacht. So. Also wir werden wollt ihr das haben, dass wir Beiträge immer zweimal übereinander haben? Oder soll man das vielleicht doch wieder rausmachen? Ja, lass den Bug drin. Ja, okay. Das gibt doppelte Interaktion. So, auf Nosferatu TV kam lange nichts, deswegen nur ein Video. Auf Nosferatu Forts gibt es dann die Forts-Sachen. Und bei News gibt es dann alles Mögliche, vielleicht auch den einen oder anderen Vlog. Längeren Beitrag mal. Oder irgendwie. Also darf ich dazu was sagen? Sag mal. Ich glaube, also ich meine, das mit den Videos, das finde ich gut. Aber wenn ich mir jetzt hier vorstelle, dass hier und da dann ein längerer Beitrag ist, da fände ich es sympathischer, wenn man hier auf die Überschrift klicken kann und dann zu dem Beitrag kommt. Das ist ja auch noch oder auch hier, dass man hier ist in der Röhre. Genau, weißt du, so das wäre jetzt das Erste, wo ich... Mein erster Instinkt war, okay, wenn ich das Video sehen will, würde ich jetzt hier drauf klicken, aber ist nicht. Ja, ist wirklich, kann man machen, aber ist halt dumm. Weil ich gucke die halt lieber immer auf YouTube. Mhm. Ja, dann, okay, kann man machen, ist kein Problem. So, an den Seiten hier uns Geld geben. Ja, das ist...
Das sollte so schön groß. Das habe ich auch von hinten habe ich diesen Befehl bekommen. Das finde ich sehr interessant. Ja, wir wollten Platz für Artwork lassen. Okay, ja gut. Ey, hier fehlt die Donatorenwand, was denn ja, da ist los? Ja, auch, pass, ist ja auch pass die, auf. Ist ja auch die Current Version. Darf ich kurz okay. noch was sagen? Also was mir sich meiner Meinung nach so ein bisschen durchzieht, ist, dass dieses, also es wirkt halt so ein bisschen wie Fotogebäsch, weißt du, hier halt irgendein Bild von 2018. Ich wusste es. Hier halt irgendwie dann so ein YouTube, also da würde ich, kennst du diesen YouTube-Play-Button? Nein, wir nehmen das alte Logo, bei Instagram nehmen wir auch das alte Logo. Aber so, Patreon ist ja klar, ne? Ja. Schön fett geschrieben, geben uns Geld. Unter Ansi-Artwork da steht da normalerweise die Donatorenwand, wo alle Patreon... Die steht vor allem drüber. Hier drunter. Nee, auf der linken Seite ist die Donatorenwand, wo alle die bei Patreon Achso, ich dachte, das hier ist das Artwork, von dem du gesprochen hast. Nein. Ist ja auch egal, wir haben noch andere. Hier drunter. Guck doch mal, wir haben da so ein schönes Menü auf der linken Seite. Das ist doch nicht Ansi, sondern ASCII, aber... Achso, ich habe mich da versprochen aus Versehen. Kloputzfrau. Da kannst du mal draufklicken. Weil da werden die Leute die meiste Zeit investieren, wahrscheinlich auf unserer Seite. Kennst du das schon? Ich habe das, glaube ich, einmal kurz gesehen. Ich versuche jetzt auf Starten zu drücken, ja. Aber es geht nicht. Doch. Ah, doch, es geht. Okay, aber. Ah, okay, der Cursor ist ein bisschen verbuggt. So. Kannst du kurz Fun Facts droppen oder so zu diesem Spiel? Ist witzig. Also, man hat hier so Energie und. Okay, 10% Geld. Klo putzen, Geld vom Klo. Oh! Alter! Wow, du hast gerade Geld geklaut. Du hast Geld geklaut, Alter! Das ist so geil! Du spielst das Spiel richtig ungewissenhaft. Du bist einer dieser... Du bist ein alter Raudi, ne? So, auf dem Tellerchen liegt halt kein Geld, weil hast noch nicht Klo geputzt jetzt, ne? Fuck, ja, okay, dann putze ich jetzt Klo. Okay, aber jetzt wollen wir das ganze Spiel wahrscheinlich nicht spoilern, oder? Nee, nicht. Da gehen wir erstmal weiter. Hier unten gibt es auch ein Tutorial, mein erstes CC-Spiel, Kloputzfrau. Das steht überhaupt nicht CC. Ich würde jetzt zurück zur Startseite, wie komme ich da hin? Ich würde einfach mal sagen, hier. Oh! Ah, okay, funktioniert. Intuitiv. Ist auf jeden Fall intuitiv. So. Dann, was mich jetzt interessieren würde, wäre mal so eine Bildergalerie. Da darfst du jetzt nicht zu weit scrollen, denn hier haben wir eine ernstzunehmende 9-Gag-Konkurrenz. Das Motto ist Scroll und LOL und da wollen wir euch jetzt nicht. Und es ist eine Galerie. Ich glaube, du hast jetzt genug vorgelesen. Ja. Aber also darf ich jetzt, also ich darf ja, gucken, so reicht, aber, so reicht. Darf man kann ich es mir angucken, ohne was zu sagen? Also das ist der Turnierbaum. Nee, wir wollen halt das Bild, nicht aber nicht das nächste Bild, das darfst genau. du nicht zeigen. Also der ganze Turnierbaum man kann ist, sich dann, was ist unser bestes Video auf Instagram-Turniers? Genau. Und man kann sich in dieser Galerie, das ist quasi wie 9-Gag, man kann sich da durchscrollen und richtig lollen die ganze Zeit. Nur, dass man immer eure Fressen sieht. Und das muss man mal überlegen. Ja, ich meine, das ist halt nur die Galerie. Das ist nur die Galerie bei uns. Das alleine ist schon wie 9-Gag und wir haben aber dann noch so ein riesen Monster hinten dran. Also das ist quasi nur ein Ableger, das ist nur eine Idee von der Idee. Das ist eine Meta-Idee. Davon habe ich schon mal gehört, wenn ich mich richtig erinnere. Und da könnt ihr jetzt mal selber auf die Seite klicken, euch richtig durchscrollen und richtig LOL machen. Da wird dann auch regelmäßig neuer Content gepostet. Da geht jetzt auf Podcast, einfach, dass wir jetzt nochmal das Podcast gesehen haben. Das kannst du nicht, jetzt geh auf Podcast. Friends und Gastbeiträge, das wird noch ein bisschen erweitert. Oh, die Podcast-Seite. Das ist aber ein schöner Download-Button. Das ist ein wirklich schöner Download-Button. Das ist für viele Personen jetzt wahrscheinlich die wichtigste Seite, weil jeder weiß, dass Podcasten bei uns ganz groß geschrieben wird. Das ist unser erfolgreichstes Format. Und hier könnt ihr ihn runterladen. Also ich muss sagen, der Download-Button kommt halt echt scheiße, weil das komisch ist. Der sieht nicht aus, als gibt es da Viren runterzuladen. Aber deshalb sage ich, lass da mal einen Schatten hinterlegen und den irgendwie abrunden. Das sieht richtig schön aus. Guckt mal. Weil unsere Podcasts gehen viral. So. Auch immer schön mit Beschreibung dazu. Und da könnt ihr runterladen. Noch und nöcher. Und am nächsten. Ja, ansonsten habt ihr jetzt erstmal einen groben Einblick erhalten. Da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Also guckt da auf jeden Fall mal drauf. Könnt euch richtig austoben. Könnt euch bookmarken oben in die Lesezeichenleiste rein. Schön immer als Startseite. Wer braucht schon google.com? Einfach hier, ne? Nosterafen.de. Da kriegt ihr die wichtigsten News auch. Sucht die Seite mal spaßenshalber bei Google. Es ist kein... Designer-Leitfaden drin. Also, ja, weißt das gebe ich zu. Das wollte ich nur sagen. Und deshalb bist du jetzt im Boot. Ich bin jetzt im Boot, okay. Also auf die Seite, mit der verdient Robin Geld. Und wir arbeiten an der Seite. Ja, okay. Das klingt nach einem guten Deal. Guck, wenn man hier drauf drückt, funktioniert das? Ja, aber die Seite von Patreon ist nicht annähernd so schnell wie unsere. Ja. Ja, das da muss man sagen, wenn. Also oh, auf Patreon habe ich ganz kurz gerade gesehen, da sind neue Meilensteine und Rewards für Leute, die Geld spenden. Huch. Ja. Das ist aber schön. Hey, zeig mal her. Das habe ich auch gesehen. Also aber wir müssen jetzt nicht mehr weiter streben. Wir lassen das an dieser Stelle, das können die Leute alle selbst herausfinden. Okay, Huch, da ist jetzt gerade der Screen abgestürzt. Die Aufnahme stoppen. Ja, die Aufnahme ist gerade hoch abgestürzt. So, und jetzt gucken wir hier mal, was bei Patreon drauf ist. Ja, ich hab's doch schon auf. Nee, geh doch mal bei Patreon. What? Das ist bei Patreon?
Alter, what the fuck? Scroll mal ein Stück. What the fuck? Alter.